Sie haben sich Lieder gewünscht und wir versuchen sie zu erfüllen. Wir haben uns wieder drei Wünsche rausgesucht. Ich habe sie unseren Gästen gezeigt und die haben sofort gesagt, das will ich singen, nein, das singe ich jetzt und das singe ich. Ich will nicht zu viel verraten, der erste Brief ist so geschrieben zu uns gekommen, mit dieser schönen Schrift. Ich habe mir dann einen Übersetzer geleistet namens Alma. Die hat mir das dann langsam mit dem Computer auf dieses Papier gedruckt. Und jetzt kann ich es auch lesen. Da steht, lieber Andi. Oh, das ist ein Gedicht. Das ist das Gedicht, wo wir uns sehr drüber gefreut haben. Lieber Andi, lass dir sagen, so viel Glück, dass wir dich haben. Ist der Monat fast zu Ende, reibe ich mir schon mal die Hände. Denn ich weiß, es ist soweit, es ist wieder Schlagerspaßzeit. Ich werde deine Sendung immer schauen, ich bleib dir treu, drauf kannst du bauen. Das lese ich sehr gerne. Ich möchte jetzt nicht sagen, du hast ja Tränen in den Augen, aber dieses Lied würde mir schon taugen. Der Interpret ist mir egal, das überlasse ich dir, deiner Wahl. Ich habe es weitergegeben und es hat sich sofort, das glauben Sie jetzt nicht, Miguel Gaspar gemeldet. Ja, Sie haben schon recht, da hätte sich auch der Lukas melden können. Das kennen wir natürlich. Du hast mir vorher gesagt, das war die erste Single von deinem Papa? Absolut, im Jahr 1967 war das sein erster Song. Sein erster Song? Absolut erster Song auf Platte. Du hast ja Tränen in den Augen. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie die junge Generation diesen gespannt. Titel interpretiert. Miguel, darf ich dich rüber bitten? Ja, sehr gerne. Oh, Alma, du hast dem Stefan die Jukebox anvertraut. Ausnahmsweise mal, ja. Nicht, dass du da mit einem von deinen Schafen draufhaust. Mit 40 Kilo. Um Gottes Willen. Er hat den Text schon vorbereitet, der Miguel ist schon da. Miguel, bist du bereit? Immer. Dann hören wir jetzt. Du hast ja Tränen in den Augen. Du hast ja Tränen in den Augen. Ich weiß, die gelten mir allein. Mir sagt das Lächeln deines Mundes, es müssen Freudentränen sein. Lange war ich in der Ferne, es war ein weiter Weg zu dir. Mir sagt das Schlagen deines Herzens, du gehörst noch heute zu mir. Und nahm das Geschehen dir manchmal den Mut, dann glaub mir, nun wird alles gut. Und die Tränen in den Augen, die will ich niemals wiedersehen. Denn das Lächeln deines Mundes ist ja tausendmal so schön. Danke schön. Miguel Gaspar erfüllt diesen schönen Wunsch. Ich habe hier noch einen Brief.